Gut, dann lassen Sie mich mal einsteigen in unseren ersten Masterstudiengang, den Masterstudiengang Digital Business Engineering. Und wir haben also vor einiger Zeit da auch mal das Motto geprägt und ich glaube, wir fühlen uns dadurch oder damit auch gerade identifiziert und bestätigt, Digitalisierung einfach machen. Und dieses Zoom-Meeting, was wir heute haben, das gibt eigentlich auch genau den Ausdruck darüber. Der Masterstudiengang Digital Business Engineering ist ein IT-Masterstudium. Was das genau heißt, möchte ich Ihnen folgendem kurz vorstellen. Und zwar, wir formulieren diesen Studiengang vielleicht etwas ungewöhnlich, nicht in Form eines Leaflets, sondern in Form eines Vision Boards. Das sehen Sie mal hier. Und dieses Vision Board unterteilt letzten Endes den Studiengang in verschiedene Aspekte, wie das eigentliche Statement, was diesen Studiengang ausmacht, die Target Group Needs, Product und Value, also was Sie letzten Endes davon haben. Und lassen Sie mich jetzt mal kurz durch dieses Vision Statement beziehungsweise durch das Vision Board durchgehen. Die vollständige Abbildung finden Sie ebenfalls auf der HHZ-Webseite www.hhz.de unter dem Studiengang Digital Business Engineering. Doch ich denke mal, der Studiengang lässt sich am besten halt über sein Vision Statement erklären, wo wir einfach gesagt haben, Digital Business Engineering vermittelt genau die IT-basierten Methoden sowie das technische und strategische Know-how für die Digitalisierung von Unternehmen. Was heißt das? Das heißt, hier wird vor allen Dingen ein interdisziplinärer Ansatz mit den entsprechenden Beteiligten aus Unternehmen und der Forschung und Wissenschaft vorangetrieben. Im Zentrum stehen vor allen Dingen, wie der Name es schon sagt, die ingenieurswissenschaftlichen Methoden, also das Wie, die Konstruktionsmethoden für IT-Systeme, um eine IT-basierte Wertschöpfung für digitale Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Dabei stehen vor allen Dingen Computer- und informationsverarbeitende Prozesse im Vordergrund, die als die primären Produktionsmittel in solchen geschäftsrelevanten Strategien auftauchen. Das umfasst beispielsweise die Bereiche Internet of Things, IoT, Social Media oder auch die digitale Transformation von Unternehmen. Das heißt, wir schauen vor allen Dingen auf wertschöpfende Prozesse und wie sie überhaupt erst möglich werden durch den Einsatz von Informationstechnologie. Ja, für wen ist dieser Studiengang eigentlich? Insbesondere halt für Sie, die hier dabei sind, die sich als innovationsorientierte Studierende sehen und die vor allen Dingen ihr technisches Know-how vertiefen wollen. Also Ausgangspunkt könnte zum Beispiel sein, dass Sie bereits in einem Studiengang der Wirtschaftsinformatik tätig waren oder in einem anderen ingenieurswissenschaftlichen Studiengang und jetzt die IT beziehungsweise Informatikkomponente weiter vertiefen wollen. Wenn Sie also Interesse haben, die Digitalisierung und die digitalen Unternehmen maßgeblich durch den Einsatz von IT-Werkzeugen mitzugestalten, dann ist das der passende Studiengang für Sie. Das heißt, was wir hier anbieten als den Studiengang, das Produkt sozusagen, liefert, um jetzt mal in der Sprechweise von Menno Hahn zu bleiben, genau die Ausbildung, die halt die Unternehmen brauchen, um im Umfeld schnell veränderlicher Situationen und Technologien entsprechende neuartige und wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Dabei ist dieser Studiengang neben der Ausbildung in dem Bereich ebenfalls berufsbegleitend studierbar. Das heißt also, wir setzen sehr viel Aufwand da rein und sehr viel organisatorisches Geschick, damit Sie zusätzlich zu einer Berufstätigkeit diesen Studiengang studieren können. Und dabei liefern wir Ihnen die wissenschaftlichen und systematischen Grundlagen, die hier beitragen in der Kombination mit einem praxisnahen Know-how, um diese Herausforderungen zu meistern. Und ich denke mal, der Standort Böblingen hier mit seinen entsprechenden sowohl IT-Unternehmen wie auch produzierenden Unternehmen ist dafür besonders gut geeignet. Ja, hier mal so ganz kurz die Fakten und die Modulplanung. Was wichtig ist zu wissen, ist bei diesem Studiengang Digital Business Engineering, ist, dass er ein Studiengang mit dem Schwerpunkt Informatik ist. Das heißt also, die Informatikanteile machen in diesem Modulprogramm 70% aus und die wirtschaftswissenschaftlichen Anteile 30%. Wenn Sie also die entsprechenden Informatikanteile aus Ihrem Vorgängerstudium hier stärken wollen, dann ist das der passende Studiengang für Sie. Hier ist mal der Modulplan abgebildet. Ich will darauf gar nicht hineingehen, sondern mehr so diese Schrittfolge zeigen, die da eingekreist ist. Also mit dem Ziel des Master of Science als Abschluss,
den können Sie berufsbegleitend bei uns innerhalb von 3 Semestern erreichen. Dabei starten wir das Programm immer im Sommer- und im Wintersemester. Es gibt 25 Studienplätze und Sie sind dabei, wenn Sie einen Bachelor mitbringen mit 210 ECTS. Es ist auch möglich, dass Sie mit geringeren ECTS-Anzahlen bei uns anfangen können zu studieren, nämlich mit 180 ECTS-Bachelor. Dann müssen Sie Angleichungsleistungen als Teil dieses Studiums leisten. Unter Umständen kann in diesem Fall sich das Studium dann halt entsprechend verlängern. Einen besonderen Wert legen wir darauf, dass das Studium berufsbegleitend studierbar ist. Und das wird ermöglicht durch die durchgehend blockweise Durchführung aller Lehrveranstaltungen. Das heißt, alles, was Sie auf diesem Modulplan sehen, jedes dieser Module ist als Blockveranstaltung entsprechend konzipiert und damit innerhalb von wenigen, natürlich durchgehenden Tagen in einem Semester absolvierbar. Die Professoren, auf die Sie da treffen werden, sind die Professoren der Hochschule Reutlingen, aber auch, und das ist eine Besonderheit dieses Programms, natürlich aufgrund der Installation des Hermann-Hollerith-Zentrums als kooperativer Forschungsverbund, werden Sie auch auf Professoren der Universität Stuttgart treffen, sowie weitere externe Experten. Ja, wem das hier noch nicht genug ist, sozusagen was die Standardfächer angeht, der kann natürlich darüber hinaus noch sich weiter in dem Studienprogramm spezialisieren durch entsprechende Wahlfächer. Standardwahlfächer, die wir anbieten am HHZ in blockorientierter Durchführung, sind zum Beispiel Wahlfächer Internet of Things, IoT, beziehungsweise Innovative Methods of Service Engineering. Und ab kommendem Wintersemester werden wir also insbesondere auch die Bereiche der künstlichen Intelligenz, die ja schon im Pflichtprogramm als Modul drin sind, nochmal weiter verstärken mit den entsprechenden Engineering-Methoden. Und da wird es zu dem Wahlfach Data Product Engineering kommen. Aufgrund unserer Kooperation mit der Uni Stuttgart können Sie natürlich auch darüber hinaus dort entsprechende Fächer besuchen: Algorithmics, Loose Coupling, Message Based System oder Data Management und Analysis. Da sitzen Sie dann mit den Studierenden der Uni Stuttgart und anderer Hochschulen zusammen in diesen Vorlesungen an der Uni Stuttgart. Und darüber hinaus, wenn das noch nicht genug ist, der hat natürlich auch noch die Möglichkeit, da wir an der Hochschule Reutlingen angesiedelt sind, zwar in Böblingen sitzen, ist es für unsere Studierenden auch möglich, natürlich die entsprechenden Wahlfachangebote der Informatikfakultät in Reutlingen zu nutzen. Ja, ganz kurz zum Überblick, warum ist jetzt also dieser Studiengang hervorragend für Sie, ne? Wenn Sie also den Schwerpunkt auf IT setzen wollen und Ihren Bachelor dahingehend im Bereich Digital Business vertiefen wollen, dann ist es der passende Studiengang. Wir sichern einen hohen Praxisbezug, indem wir häufig Fragestellungen aus der Praxis in Kooperation mit Unternehmen entsprechend bearbeiten. Das kann als Teil von Jahresprojekten und natürlich als Thesen stattfinden. Zusätzlich sind wir natürlich als Professoren in Forschungsprogrammen in Kooperation mit Unternehmen dabei und auch da werden natürlich die Fragestellungen in das Studienprogramm einfließen. Sie können bei uns, wenn Sie jetzt bei uns sind, können Sie in den sogenannten Living Labs experimentieren. Wir stellen also auch die Räumlichkeiten und die Infrastruktur zur Verfügung, damit Sie eigene Ideen experimentell ausprobieren können. Wenn Sie im Unternehmen sind, haben Sie vielleicht oftmals die Situation, dass es coole Technologie gibt, aber die Prozesse des Unternehmens, sie ausbremsen, diese schnell mal auszuprobieren. Bei uns ist es hier ein offenes Programm, wo Sie solche Technologien durchaus ausprobieren können. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass in diesem Semester installieren wir in allen unseren Räumlichkeiten zum Beispiel Amazon Alexas, um neue Services auszuprobieren, mit denen wir Lehre und Lernen unterstützen können. Darüber hinaus gibt es noch weitere anwendungsnahe Labore für zum Beispiel Smart Retail. Wir erforschen also, wie sieht die Zukunft des Smart Homes und in Verbindung mit Smart Shopping oder Smart Retail aus und Smart City Living Labs. Ja, insbesondere im Zusammenhang mit natürlich einer berufsorientierten Tätigkeit geben wir Ihnen die Möglichkeit, dass Sie das Studienprogramm individuell gestalten können. Das heißt also, dieser Modulplan, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, der ist nicht in Stein gemeißelt, sondern Sie haben die Möglichkeit, natürlich hier die Modulreihenfolge frei zu wählen. Es gibt keine Präsenzpflicht. Sie können in Ihrer Geschwindigkeit auch in Ihren weiteren Aktivitäten, die Sie vielleicht mit dem Studium verbinden müssen,
entsprechend studieren. Durch blockorientierte Veranstaltungen ist es möglich, dass Sie entsprechendes Studienprogramm optimal mit einer unternehmerischen Tätigkeit verbinden können. Und durch unsere Kooperationspartner, insbesondere der Uni Stuttgart, steht Ihnen natürlich auch entsprechend der Karrierepfad zu einer Promotion offen. Die Frage, was kostet das eigentlich alles? Jetzt kommen wir mal zum Verkaufen dieses Programms. Das ist ein konsekutives Masterprogramm, welches ein reguläres Masterprogramm an der Hochschule Reutlingen ist. Das bedeutet, Sie zahlen eigentlich den Semesterbeitrag von 180 Euro. Und die Besonderheit an unserem Standort, auch im Unterschied zu Studierenden in Reutlingen, ist, dass Sie bei uns noch einen Stempel bekommen, der Sie berechtigt, im VVS zu fahren. Und das macht natürlich besonders viel Sinn, da ja unsere Partner in Böblingen, Umgebung und Stuttgart sitzen. Ja, und damit hätte ich das Ganze schon mal vorgestellt. Wir kommen zum Schluss. Was bringt Ihnen das jetzt? Was ist jetzt eigentlich der Wert dieses Programms? Und damit möchte ich dann eigentlich auch schon meine eigene Ausführung hier stoppen. Und ich denke mal, der Wert des Programms lässt sich am besten durch unsere eigenen Studierenden ausdrücken. Wir haben 3 Studierende heute hier in dem Meeting mit dabei. Und das möchte ich jetzt gerne zum Anlass nehmen, auf diese Studierenden kurz überzumoderieren, dass diese vielleicht mal einen kleinen Einblick oder Statements aus ihrer Perspektive über das Studium Digital Business Engineering geben. Genau, dann fange ich am besten mal an. Mein Name ist Jan Schachpass. Es freut mich auch, ein paar bekannte Namen zu lesen, die heute dabei sind. Wie bin ich auf Digital Business Engineering aufmerksam geworden? Und zwar war es so, dass ich eine Kollegin hatte bei Daimler, die gerade auch studiert hat. Damals ist es noch Service Computing. Und sie hat halt davon geschwärmt und gemeint, ja, das ist ein ganz guter Studiengang. Du kannst es vereinbaren mit dem Beruf. Und die ganzen Module finden blockweise statt und halt nicht immer einmal pro Woche oder immer die ganze Woche lang. Was finde ich gut an dem Studiengang Digital Business Engineering am HHZ? Erstens, ich wohne in Böblingen, also war es auch naheliegend, dass ich in Böblingen studieren kann. Ich wusste gar nicht, dass in Böblingen eine Hochschule ist. Zweitens finde ich es gut, wie sie sagt, ich bin auch beim Daimler arbeitstätig. Ich kann es komplett vereinbaren mit meinen Zeiten bei Daimler und ich kann auch immer hin und her laufen, weil mein Büro ist sozusagen nur ein paar Laufmeter entfernt von der Hochschule. Also ich bin auch abends dann vom Büro aus zur Hochschule gegangen und dort dann was gedruckt oder auch von der Hochschule dann zum Büro nochmal abends geswitcht. Was kann ich noch sagen? Ich habe es bereut, im Bachelorstudium kein Auslandssemester machen zu können. Wir können auch beim HHZ mit der Kooperation von der Hochschule Reutlingen ein Auslandssemester machen. Und das hat mich auf jeden Fall überzeugt und davon kann ich nur schwärmen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, viele Universitäten oder auch Hochschulen hatten wegen der Corona-Sache Delay. Die mussten warten bis zum 20.04., glaube ich, oder 20.04., genau. Und bei uns war es halt nicht so. Wir konnten direkt starten, weil wir direkt mit Zoom angefangen haben, die Vorlesungen zu gestalten. Und somit hatten wir auch keine Verspätung. Und ich konnte eigentlich alles so genau planen, wie ich es auch davor geplant hatte. Genau, dann gebe ich es über an meine weiteren Kommilitonen. Okay, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Isabel Staden. Ich bin jetzt im 2. Semester von DBE und ich studiere das auch berufsbegleitend. Also ich arbeite bei HPE und ich bin auch durch HPE auf das Studium aufmerksam geworden, weil ich damals schon meinen Bachelor dual gemacht habe. Und wir haben eigentlich jedes Jahr 1-2 Studierende, die diesen Studiengang machen. Und so habe ich halt schon mehrere Berichtserfahrungen innerhalb meines Unternehmens bekommen, wie an sich der Studiengang ist, wie der Studiengang mit dem Beruf und sogar auch speziell mit unserer Firma vereinbar ist. Und dann habe ich mich auch dazu entschieden, das zu machen. Bei mir ist es ein bisschen andersrum. Ich komme aus der technischen Ecke, also aus dem Engineering und ich wollte für mich quasi nochmal das Digital Business, das Innovationsmanagement im Master vertiefen. Und ja, der größte Vorteil für mich ist einfach die Blockweise, da ich das so perfekt mit meinem Job vereinbaren kann. Und auch jetzt mit den Online-Vorlesungen passt das perfekt, weil ich trotzdem noch einen Tag quasi dann für meine Vorlesung habe und die anderen Tage dann im Homeoffice arbeite.
Und was mir auch gut gefällt, ist, dass man auch am HHZ selbst mitarbeiten kann durch Projekte mit den Living Labs, dass man quasi hilft, das HHZ ein bisschen weiterzuentwickeln. Genau, und dann übergebe ich noch an Marc. Ja, hallo. Ich bin Marc Reitler. Ich habe Technische Informatik in Esslingen studiert. Und deshalb war für mich eher die Motivation, am HHZ zu studieren, eher das Wissen zu verbreitern. Also nicht zu vertiefen in der IT-Richtung, sondern eher auch noch in die Richtung Wirtschaftsinformatik zu gehen, in die Themen Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu analysieren. Was mir am HHZ dann gefällt, ist zum Beispiel auch, dass die starke Forschungsorientierung, was man, wenn man jetzt zum Beispiel von einer Fachhochschule kommt, ja vielleicht nicht so sehr kennt. Das heißt, wir als Studierende sind dann auch oftmals daran beteiligt, dass man Paper schreibt und die Doktoranden am HHZ denen zuarbeitet in ihren Forschungsprojekten. Wir machen sehr viele Projektarbeiten in den Vorlesungen. Also die Vorlesungen sind nicht nur Frontalvorlesungen, sondern häufig auch haben die einen Workshop-Charakter, wenn man jetzt zum Beispiel an Entrepreneurship-Vorlesungen denkt. Dann sind teilweise Industrieexperten mit dabei. Das war zum Beispiel in der Vorlesung Artificial Intelligence, wo Leute von der IBM Teile der Vorlesung gehalten haben. Oder auch so Sachen wie Hackathons, dass man Inhalte vermittelt bekommt in Form von Hackathons und dadurch auch Projekte umsetzt. Das war zum Beispiel in dem Wahlfach Internet of Things der Fall. Ja, von der Vereinbarkeit mit Beruf finde ich halt auch gut, dass es immer ganze Tage sind. Das kann man dann auch dazu nutzen, dass man Bildungsurlaub dafür beantragt. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, da hat es ja strenge Voraussetzungen. Es müssen ganze Tage sein, dass man das überhaupt beantragen kann. Und das ist halt bei dem Studium auch sehr gut machbar. Ja, und das wäre es jetzt von meiner Seite. Dann Professor Decker. Ja, vielen Dank an die Studierenden, die da mal ganz kurz einen Einblick gegeben haben. Ich weiß, oder wir wissen ja aus den Online-Vorlesungen, die wir alle haben, haben wir Studierenden auch erwähnt, dass wir das seit Mitte März durchführen, wissen wir, dass solche Veranstaltungen aufgrund dieses Formats immer ein bisschen zäh dann wirken, weil man halt eher passiv davor sitzt. Und deswegen möchte ich jetzt diesen Punkt in der Agenda mal ganz kurz aufgreifen, dass wir hier an der Stelle einen kleinen Break machen, indem wir erstmal, was die quasi Frontalvorstellung dieser Studiengänge angeht, erstmal kurz aufhören. Und ich habe in der Zwischenzeit mal sogenannte Breakout-Sessions vorbereitet. Zoom bietet die Möglichkeit, dass wir diese große Gruppe, die wir mittlerweile sind, hier in kleinere Gruppen unterteilen können. Und ihr habt und das gibt Ihnen die Möglichkeit, sozusagen mit weniger Teilnehmern zusammen in einen sogenannten Breakout-Room, also in einen einzelnen Konferenzraum, einfach überzuwechseln. Das heißt, Sie müssen nicht sich ausloggen oder Ähnliches. Und ich habe es so gemacht, dass in jedem dieser Breakout-Sessions, drei an der Zahl, auch einer dieser Studierenden, die gerade gesprochen haben, anwesend sind. Und damit haben Sie die Möglichkeit, vielleicht auch hier nochmal direkt die Studierenden auch in kleinerer Runde einfach mal zu fragen, wie denn das Studium läuft, beziehungsweise auch nochmal so ein paar Erfahrungsaustausche hier zu generieren. Gerne geselle ich mich auch zu der ein oder anderen Breakout-Session hinzu. Ich würde es dann einfach den drei Studierenden, die jeweils in dieser Breakout-Session mit drin sind, aus unserem Programm überlassen, dann die Hand zu heben und einfach mal nach Hilfe zu rufen. Dann hüpfe ich mit rein. Insgesamt sollte diese Breakout-Session maximal 15 Minuten dauern, einfach nur, damit wir hier dieses ganze Format ein bisschen auflockern. Wenn wir sehen, dass Ihnen die Fragen sozusagen ausgehen oder Sie quasi auch das Interesse haben, in der Vorstellung der Programme weiterzugehen, dann werden wir diese Breakout-Sessions auch natürlich zeitlich verkürzen. Okay. Damit würde ich jetzt einfach sagen, beginnen wir die Breakout-Sessions. Soweit sind sie definiert. Wenn die Sessions losgehen, haben Sie die Möglichkeit, in diese Session reinzuspringen. Sie können aber auch jederzeit wieder rausspringen. So, damit haben Sie jetzt eine Einladung erhalten und Sie können diesen Session jetzt beitreten. Ich gebe einfach mal ein bisschen Zeit, orientieren Sie sich so ein bisschen,
Falls Sie Fragen haben, können Sie natürlich auch den Chat verwenden und dann halt auch entsprechend diese Fragen stellen. Oder Sie kommen zurück in die Hauptsession und sprechen mit den Leuten, die hier übrig geblieben sind.